Guten Tag, liebe Herren. Mein Name ist Xenia Drob und ich bin Partnervermittlerin seit 20 Jahren schon. Und in meinen Videos versuche ich, Ihre Fragen zu beantworten, die Sie uns am meisten stellen. Eine von den Fragen ist, ich lese die Frage vor. Ich lade eine ukrainische Frau zu mir nach Deutschland ein. Es kann Österreich oder Schweiz sein, spielt keine Rolle. Kann sie bei mir schlafen? Ja. Interessant. Also wir sprechen hier von der ersten Begegnung. Das bedeutet, der Mann hat die Frau noch nicht gesehen und zum ersten Treffen lädt er sie nach Deutschland ein und dann möchte er wissen, ob die Dame bei ihm übernachtet. Ich würde sagen, lieber nein. Lieber nein. Erstens, da fühlen sie, und das ist die Hauptsache natürlich, wenn der Mann sagt, ja, ich lade dich ein, ich zahle natürlich das Ticket, aber übernachten kannst du bei mir, dann fühlen die Damen sich unwohl. Weil das ist schon ein bisschen, ja, das geht das romantische Weg und dann ist kein richtiges erstes Date, sondern man spricht schon von Zusammenleben in seine Wohnung. Und wieso hat er mir übernachten bei ihm vorgeschlagen, hat er schon vor, sofort mit mir zu schlafen und so weiter und so fort. Alle diese Gedanken, die kreisen bei den Frauen in den Köpfen und ja, lieber befreien Sie die Damen von diesen Gedanken. Wenn Sie die Dame zum ersten und zum allerersten Mal nach Deutschland einladen, dann wäre es ganz toll, ein Hotel zu buchen. Dann bleibt die Dame in ihren Räumen, dann hat sie Zeit, sich zurückzuziehen, sich zu entspannen, dann empfinden sie keinen Druck und dann können sie beide schauen, was daraus entwickeln wird. Das ist Position Nummer 1, was die Frau fühlt. Position Nummer 2, ihre Situation. Sie laden die Frau ein und stellen sie vor, sie haben das geplant, sie wohnen bei ihnen. Und sie stehen am Flughafen und sie kommt raus und am Flughafen verstehen sie, irgendwas stimmt nicht, also mit dieser Frau kann ich mir wirklich kein Zusammenleben vorstellen. Aus welchem Grund auch immer. Also sie kann super hübsch sein, aber irgendwie Chemie stimmt nicht oder die Stimme oder sie haben der Frau nicht gefallen. Und dann stellen sie vor, sie haben verstanden, die Frau ist nicht für sie oder umgekehrt. Und dann kommen sie zu ihnen nach Hause und sie müssen wirklich in gleichen Räumen 2, 3, 4, 5 Tage zusammen verbringen. Eine Sache ist, wenn sie im Hotel ist, dann können sie vom Hotel abholen, was zusammen unternehmen und dann die Dame zurück zum Hotel bringen. Dann haben auch sie ihre Ruhe und dann müssen sie nicht 24 Stunden sich um die Dame kümmern. Oder andere Geschichte, die Dame ist bei ihnen zu Hause und die Dame gefällt ihnen nicht. Oder sie gefallen der Dame nicht. Oder sie benehmen sich irgendwie komisch. Oder passt irgendwas nicht. Brauchen Sie das wirklich? Natürlich, unsere Empfehlung ist, für das erste Date zu der Dame zu fliegen. Russland, Ukraine, Weißrussland, egal wohin. Wir helfen Ihnen gern. Da können Sie in einer entspannten Atmosphäre und sagen wir ziemlich unverbindlich die Frauen kennenlernen. Wenn es anders nicht geht und die Frau kommt zu Ihnen, dann lieber nicht zu Ihnen nach Hause, sondern ins Hotel. Da fühlt sich die Dame besser, da fühlen Sie sich besser, dann haben Sie alle Ihre Privatsphäre. Wenn es nach ein paar Tagen wirklich super funktioniert und Chemie stimmt und Sie haben das Gefühl, mit dieser Dame kann was werden und die Dame und das beruht sich auf Gegenseitigkeit, dann können Sie immer das Hotel stornieren und die Dame zieht bei Ihnen ein. Aber für die erste ein paar Tage ist es doch besser, wenn die Dame im Hotel bleibt. Ja, also natürlich, das ist meine Empfehlung und ich will nicht, dass Sie irgendwas verkehrt machen. Ich hoffe, ich habe mit diesem Video Ihnen geholfen. Falls Sie noch Fragen haben, Sie können sich gerne bei uns im Büro anrufen und ein Beratungsgespräch vereinbaren. Oder Sie können einfach eine Frage stellen und dann beantworte ich diese Frage in einem von den nächsten Videos. Sonst, ja, Sie können sich immer bei uns melden und wir helfen Ihnen ganz gern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.